Ich schaue mir an, wie meine Bedrohungslage ist. Ich schaue mir an, welche Risiken daraus resultieren. Dann schaue ich mir an, was habe ich denn vielleicht schon gemacht? Hier sind wir in dem Bereich schon. Bin ich vielleicht schon bei 30%, 40%? Ja. Notfallprotokoll habe ich gelernt. Notfallprotokoll, genau. Also da ist dann auch zu reflektieren. Okay, ist die eine Sache ist die Abwehr. Das andere ist quasi Reaktionsfähigkeit herstellen. Ja. Und all das sieht man quasi nicht, wenn man diese Kulturbasis nicht hat. Also wenn man sich nicht eingesteht, wir können Fehler gemacht haben, dann schaut man sich nicht gerne an, dass man einen Wiederherstellungsplan braucht oder so. Ja, ja. Ja. Und dann geht es eben darum zu sagen, hey, jetzt habe ich erkannt, wo ich stehe. Das Ganze muss aktuell gehalten werden. Und das ist eben dann diese Reise in der Kultur. Ja? Also erstens, keine Angst davor haben, Probleme anzusprechen. Und dann zweitens, Strukturen schaffen, dass die Menschen an den richtigen Stellen sitzen, wo sie sagen können, ich glaube, wir haben hier wieder mal so ein Problem. Und dass den Leuten dann auch nicht der Kopf abgehauen wird, weil der Überbringer der Botschaft immer der Böse ist. Ja.